Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute geht es mal nicht um Kosmetik, denn ich bin herausgefordert worden von der lieben Heike vom Kanal Heikes kleinen Welt. Und zwar soll ich 4 Eier trennen, also Eigelb, Eiweiß trennen auf Zeit. Und ich soll einen Pfannkuchen in der Pfanne wenden, ja, ohne Hilfsmittel, halt mit der Pfanne. Und das soll ich 1 Minute lang machen, Zeit stoppen und dann mitzählen, wie oft ich den Pfannkuchen gewendet habe. Die Idee kam ja von Anja vom Kanal Graufalter50, denn die hat die Farbenfroh herausgefordert und Farbenfroh hat Heike herausgefordert und Heike hat jetzt mich herausgefordert, genau. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß dabei, dann kann es ja jetzt mal losgehen, ne? Bis gleich. 2 Schüsseln, 4 Eier und ich stoppe die Zeit. So, unter Zeitdruck ist auch mal ganz was anderes. Das achte ich ja nicht auf die Zeit, ne? 3, 4 und stopp. So, 29 Sekunden 64. Und so sieht das jetzt aus, ne? Meine Eier. Okay, kann losgehen. Zeit läuft. 61, 62. Anstrengend. 62. Ja, ich finde, es hat besser geklappt, als ich dachte. Das Eier trennen, okay, ne? Aber das mit der Pfanne, weil das habe ich manchmal so aus Spaß ja schon zwischendurch mal gemacht und da hat das heute erstmal richtig gut geklappt, habe ich mich selber gewundert, freue ich mich. Ja, genau. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Na gut, aber anstrengend ist das ja, ne? Und die Pfanne war ja jetzt auch nicht so leicht. Am besten man hat so eine ganz dünne, leichte Pfanne, vielleicht eine bisschen kleinere. Aber ich habe nur 2 Pfannen und die sind ungefähr so wie die, die ich benutzt habe. Genau. Und ich möchte auch jemanden herausfordern. Die liebe Marga vom Kanal wie 60 Marga Eska. Ja, Marga, deine Aufgabe ist es jetzt, auch 4 Eier zu trennen auf Zeit und dann einen Pfannkuchen 1 Minute lang zu wenden. Ich bin gespannt auf dein Video. Ich freue mich schon drauf. Und ich hoffe, dass du die Herausforderung auch annimmst, ne? Genau. Jo. Ich hoffe, ihr hattet alle ein bisschen Spaß an dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.